Husten, Schnupfen, Heiserkeit und das mitten im Sommer. Kennen Sie auch jemanden? Vielleicht hat sie ja selbst erwischt. Die böse Sommergrippe geht um. Medizinjournalistin Charlotte Kalinder ist Gottlob heute im Studio und sagt uns, wie sie wieder weggeht. Ja. Na, Charlotte, warum kriegen wir denn diese Sommergrippe? Und das ist gar keine Grippe. Ach so, Entschuldigung. Damit muss man ja schon mal anfangen. Das ist nämlich eigentlich ein Mythos. Und die Sommergrippe ist eigentlich eine Sommererkältung, muss man sagen. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bisschen Fieber. Kann auch mal ein bisschen mehr werden, aber in der Regel nicht. Und wird von allerlei komischen Viren verursacht, die so rumfliegen. Ja? Mhm. Und die richtige Influenza, die kommt schnell. Peng ist sie da mit hohem Fieber, richtig schweren Symptomen. Und daran kann man das eigentlich ganz gut unterscheiden. Auch wenn so eine Sommergrippe, wie wir sie fälschlicherweise nennen, auch mal höheres Fieber. Und da denkt man, Mensch, wir haben doch alle jetzt ein gutes Immunsystem aufgebaut über den Frühling und im Sommer. Warum kriegen denn jetzt alle diese blöde Grippe? Entschuldigung, Erkältung. Diese Immunlücke tritt dadurch auf, dass wir natürlich auch gestresst sind durch jetzt gerade aktuell dieser krasse Wetterwechsel ständig. Ne? Dann muss der Körper sich ständig umgewöhnen. Mhm. Aber auch Klimaanlagen, Ventilatoren, alles, wo sozusagen dann am Hals zum Beispiel es zu kalt wird, können sich die Erreger eben dann doch vermehren. Und dann kommt es zu diesen Ausbrüchen. Und deswegen, gerade wenn man in Urlaub kommt, das kennt man doch, ne? Am letzten Tag irgendwie schnell, hektisch, total im Stress gepackt und dann los. Und das ist eben nicht gut. Wir müssen jetzt insbesondere darauf achten, dass der Körper nicht geschwächt wird durch zu wenig Schlaf, durch zu wenig Flüssigkeit, Stress. Also all diese Dinge gilt es zu vermeiden, wenn wir doch schon mit diesen Wetterumschwüngen zu kämpfen haben. Okay, also kein Stress. Kein Stress. Ist so das wirklich, wenn man in Urlaub fährt, dann nicht bis zum letzten Abend arbeiten und dann irgendwie morgens um 4 aufstehen und kaum geschlafen, weil genau dann schlägt es zu. Und das ist doch schade, wenn wir dann die schönsten Wochen im Jahr, wie der Deutsche so sagt, krank im Bett. Gut. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.